Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und so, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier auf der Südhörn. Und damit sage ich herzlich willkommen. Jo. Und warum stehe ich jetzt hier hinten? Warum stehe ich jetzt hier beim Kuhstall? Was hat der Dude jetzt wieder gemacht? Naja gut, wenn jemand da oben mal so auf den Kontostand guckt, ja. Habe ich was gemacht? Ich hatte ja gesagt, ich würde gerne was mit den mit Ballen doch hier machen. Und ja, hab was gekauft, ne? Was soll ich auch sagen? Ist die Göwal geworden, ne? Wir haben auch denn die stationäre natürlich hier genommen. Ich habe auch ein Ballenlager hier hingestellt. Also im Endeffekt extra für den Schafstall. Und das ist nicht das Einzige, was ich noch gekauft habe, weil ihr seht da hinten da schimmern. Ja, wir haben jetzt hier auch noch einen kleinen großen Schäfer. Mit Palettengabel und Ballenspieß. Paletten, wie ihr seht, habe ich schon weggebracht. Die sind schon drüben in der Produktion. Und das müsste da jetzt eigentlich laufen. Ich habe hier parallel auch noch mal eben einmal schnell den Hilfe angesetzt, weil hier Unkraut drauf ist. Und auf der 18. da oben, da ist auch Unkraut drauf. Das müssen wir gleich mal im Auge behalten. So, wir gucken mal durch. Was wollte ich jetzt nachgucken? Ah ja, genau, die, wie heißt, genau, die, Spinnerei hat also ein bisschen Wolle drin, geht auch ein bisschen was raus, aber eben kommt auch hier an, ne, also, das, läuft. Großartig jetzt, glaube ich, was auslagern brauchen wir jetzt nicht. Auch wenn ich da jetzt drauf gehe hier. Das, glaube nicht, dass da jetzt schon was steht. so, ich meine, wir können da jetzt einmal mal so einen Blick riskieren. Glaube jetzt aber nicht, dass da jetzt schon irgendwas ist. Ich habe hier auch noch so ein bisschen Zaunbau betrieben, könnte man sagen. So, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Ne? So, hier rüdelt alles. Gut, da entsteht auch schon Mist. Das ist auch sehr schön. Muss ich mal gucken. Ah, das ist Stoff. Ich krieg das irgendwie nicht auf die Kette. Ah, das müsste auf der anderen Seite irgendwo aus. Ich habe jetzt hier den Trailer erstmal hier geparkt. Also hier wird nichts ausgelagert. Oder beziehungsweise noch nicht. Und wenn man hier auch noch mal sehen kann, ich habe hier auch noch so ein bisschen hier, ne, Hecke, ein bisschen Lampen und sowas hier hingestellt, also nichts Wildes, könnte man sagen, ne? Das, was hier natürlich jetzt mit der Fläche ist, lohnt sich jetzt, glaube ich jetzt mal nicht, da jetzt noch irgendwie was drauf anzupflanzen. Darum würde ich das erstmal so liegen lassen, ne? Genau. Den Weg hier hier runter ist auch soweit fertig. Also hier ist dann die Ausfahrt sozusagen. Und was wir jetzt noch gleich nochmal einmal testen können. Beim letzten Mal war es ja so,
dass wir hier nicht weiter irgendwie was an Stellen bauen konnten. Nehmen wir jetzt mal den Hühnerstall und wie gesagt, wir können den jetzt auch weitere Tierstände bauen. Ne? Ich habe mir noch eben den Mod Sanan rausgesucht, dass wir noch weitere Tierstelle ne, bauen können. So, und alles weitere. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ich habe jetzt schon mal einen Wagen voll hier mal reingeschmissen. Und der ist auch, da sind auch Ballen rausgekommen. Aber irgendwie wird das hier nicht angezeigt. Oder es wird nichts Sichtbares angezeigt, ne? Ich weiß es gar nicht. Ist eigentlich in der Heutrocknung noch was drin? Oh ja. Dann würde ich doch mal sagen, und mal zur Heutrocknung. Aber ich habe hier gar nicht eigentlich fast vergessen, huh? Gut. Und normalerweise jetzt so nach Adam Riese müsste jetzt eigentlich auch so ein bisschen Hintergrundgedudel wieder laufen. Ich hatte das. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war irgendwo fast am Ende der Woche, wo ich jetzt die Marsch aufgenommen habe, weil die habe ich gestern aufgenommen. Ich habe das jetzt, glaube ich, jetzt hinbekommen mit den Tonspuren. Dass man das nachher auch im Video hört und ne, sonst auch. Aber ich habe eben dafür eine zweite Tonspur. Ich habe aber einen Haken gut vergessen. Muss man auch erstmal irgendwie drauf kommen. Also ich hatte gestern Abend auch mal eben einmal getestet. Da hat es funktioniert, da hat man wieder die Musik gehört. Und hier sollte jetzt wieder funktionieren. Aber zwischenzeitlich war es jetzt, wie ich jetzt auch in der letzten Woche ein paar Mal, oder ich glaube sogar bei 3 Videos, das YouTube gemeckert hat. Ich meine, hat keine Auswirkung, aber wenn ich das jetzt so gelassen hätte, alles in einer Tonspur, und ich sage dann zu YouTube, ja gut, dann mach doch die Musik weg, wäre alles weg, ne? Dann wäre mein Gesabbel weg, der hier Spielesound ist weg und naja, ist nicht so das Zielführende. So, normalerweise, wenn ich jetzt, er fährt jetzt zwar den Deckel wieder zu, wenn ich jetzt in den in den Case reinspringen. Machen wir mal an den Zossen. Und starten wir die Geschichte. Sehr, ist ein bisschen faszinierend, dass die. Dass die Ballen im Lager jetzt nicht angezeigt werden, das ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass wir uns so hier hinstellen, dass ich nicht noch ein zweites Fahrzeug haben muss, der jetzt die Ballen zum Beispiel jetzt auflädt und die dann, sag ich mal, dass die nachher ins Lager gehen. Sieht man jetzt hier, ne? Er lädt automatisch nach, ne? Also wenn ich jetzt ne, hier sitze, kann ich in diesem, in dem,
in dem Case halt hier sitzen bleiben und will ich auch so lange abwarten, bis wirklich jetzt, ne, der Anhänger leer ist. Interessante Geschichte. Achso, genau. Und danke sagen muss ich auch nochmal wieder. Mhm. Sind natürlich auch wieder, das heißt natürlich, sind nochmal wieder ein paar Abos dazu gekommen. Recht vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich immer sehr, wenn ich das sehe. Ist ja jetzt, glaube ich, nur einer oder zwei. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sage, ich freue mich über jeden. Ich sage, und wenn in der Woche halt eben nur, ne, einer aufgedrückt hat, dann ist halt so. Da bin ich hier, ne, trotzdem froh drum, wenn auch mal nur einer drauf gedrückt hat. Vielen Dank dafür. Und hier derjenige, der denn, wenn du das hier natürlich jetzt siehst, herzlich willkommen hier. So, jetzt muss ich so ein bisschen auch noch hier meine Realtime-Uhr, sag ich mal, im Auge behalten. Na, also, es ist komisch, dass das macht das jetzt eigentlich auch von selber. Ich muss jetzt nicht, ne, da drin sitzen bleiben. Was mir nur so aufgefallen ist. Jetzt zeigt mir das jetzt hier an. Beziehungsweise er zeigt, man kann jetzt hin und her scrollen. Und dann zeigt er dir auch an, was da jetzt genau drin ist. Gehen wir okay. Den Ballentyp wählen. Nehmen wir den hier Ballentyp. Die 1:1,80, dann die Quader 1,40, ne, 2,40, 2,20, 1,80, das ist mir jetzt so ein bisschen, ne, also auch jetzt hier rund bei 1,59, ich meine, kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? So die Einstellungsmöglichkeiten und Balleninhalt, ne? Bin ich nicht so verkehrt. So, und da fangen wir jetzt eben wieder von vorne an. Weil rein in der Theorie sind es eigentlich nur die hier. Aber ich kann die tatsächlich auch eben in größeren Varianten hier auch rausholen, ne? Überlegen, 27.000 Liter. Aber es ist so eben das, was ich mir nicht erhofft habe, aber eben was ich mir so gedacht hatte. Oh, 81.000 Liter. Heieiei. Ja gut, das ist jetzt nicht so, dass... also wenn wir jetzt sagen, 18.000 Liter, ein Ball, ist okay. Legt man jetzt, sag ich mal, drei Stück davon aus. Und... ich stelle die dann, sage ich mal, in den, ne, Futterkrug rein und läuft von selber, sage ich mal. Das war so eben dieses Ziel, was ich jetzt, ne, so im Kopf hatte. Und natürlich kann man tatsächlich nochmal die Göber dafür benutzen, ne? Weil ich habe im Endeffekt nie wirklich so ein Projekt gefunden, sag ich mal, wo man die jetzt wirklich nutzen kann, weil ich hätte es eigentlich nicht gedacht, dass wir die tatsächlich hier benutzen. Hm. Na gut, aber ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben das so gut wie geschafft. Dann würde ich sagen, war es dann erstmal eine Stille für den Montag und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Gut, dann bin ich raus. Und wir sehen uns gerne morgen. Haut rein. Ciao, ciao.